Vampire St. Martin. The biggest world of your nightlife. Hallo Empire, willst du diese Rosen von mir? Heute im Empire St. Martin nur für euch, der Bachelor alias Jan, live on stage. Und das sehen wir uns jetzt an. Servus Elke, warum bist du heute im Empire St. Martin? Wegen dir. Wegen mir? Ich bin aber nicht der Bachelor. Macht nichts. Das macht nichts. Du kennst mich noch nicht einmal, wie heiß ich denn? Johann. Johann, fast. Ich bin der Julian. Der Julian. Heilige Pastor kommt um. Alles Gute. Danke. Und du hast die kleine Flaschen da gezahlt, habe ich gehört. Die ganze kleine, ja, die ganze Dinge. Eine dezente, dass wird jeder gerade mal einen Schnapper erwischt. Du bist da jetzt 4 Meter zum Bachelor. Wie fühlt sich das an? Unbeschreiblich. Unbeschreiblich, oder? Mann, das ist so schön. Ja, jetzt ist vielleicht nicht gerade mein Altersdurchschnitt, aber er ist zum Anschauen, ja? Oh, das ist der Geilste. Du klangst mir auch heute. Du, ich klang da. Bist du ein wenig Schüchterne, glaube ich. Ja? Sie ist ein Fan von ihm und ich schenke ihr trotzdem eine Rose. Jan, bist du Single? Trau mich ja gar nicht zu antworten, aber ja. Was muss der Bachelor falsch machen, damit es nicht von der Bettkante stoßt? Ich glaube, der kann nichts falsch machen. Er kommt immer drauf. Bachelor ist Bachelor. Ja, das zähle ich mir auch wie jeder andere auch. Ja, wenn er mit anderen so sagt. Ja, das geht gar nicht. Dann hat er das gerade ausgeschickt. Ja, genau. Ich glaube, der kann aber nichts falsch machen, oder? Du nimmst noch eben. Nein, das auch nicht. Wie hat dich jetzt dein Umfeld betreffend die Sendung verändert? Ich lebe ja eigentlich so relativ zurückgezogen, so mitten im Wald und in einer kleinen Stadt, da hat sich nicht viel verändert. Klar, wenn man mal am Supermarkt an der Kasse ist. Wenn ich beruflich unterwegs bin im Flieger und an Bahnstationen, klar, da merkt man schon, wie die Leute mal tuscheln oder sie ihn so anhaut in die Ecke und ah, das ist der Bachelor. Man wird ab und zu mal wegen einem Foto gefragt, aber es ist alles, es ist nicht unangenehm oder es nervt nicht. Und wenn mir das zu viel wird, dann gehe ich, weiß ich, wie ich mich zurückziehen kann. Und was ist die Lieblingsszene gewesen in der Serie? Wo er sagt, er möchte eine Freundin haben für sein ausgeglichenes Leben. Und da war ich so jedes Wochenende in einem Club und macht auch Party. Der Schluss, ja. Der mit dem Monat geschlossen. Genau. Das war super. Ja, aber er hat sich jede falsche entschieden. Ja. Warum? Ja, weil der Monat viel fester war. Ich hab gesagt, dass der Monat schon da ist und einfach so, ja. Ich hätte eigentlich Mona genommen, aber ja. Er hat eindeutig die falsche Nummer. Er hat die falsche Frage erwischt. Ja, falsche. Viele Models schlagen dann einen zweiten oder dritten Berufszweig ein. In der Musik, im Film. Du hast jetzt Werbungen gedreht. Siehst du dich in 5 Jahren vielleicht als Schauspieler oder Musiker? Also Musiker, glaube ich, definitiv nicht, weil ich immer mit Hängen und Würgen eine 5 geschafft habe. Musikunterricht, singen und so kann ich gar nicht. Aber ich bin immer offen für Neues. Ich bin immer froh, dass ich mein Geld mit Dingen verdienen konnte, die mir einfach tierisch viel Spaß machen. Sei es das Anwalt sein, sei es das Modeln. Und deswegen mal schauen, was die Zukunft bringt. Du warst jetzt gerade beim Bachelor, wie fühlt sich das an? Super, super, mir ist einfach heiß. Super, du bist das im Fernsehen. Wirklich? Hast du weiche Knie? Dein bester Freund, ja, bekommt jetzt das Angebot zum Bachelor 2014. Was rätst du ihm? Also meinen besten Freund kenne ich natürlich ganz gut und da der so ähnlich tickt wie ich, würde ich sagen, ey, mach das, es ist eine Wahnsinnserfahrung. Ist allerdings auch nicht für jeden gemacht, weil man da teilweise echt Grenzsituationen erlebt, aber ihm würde ich es raten. So, Empire St. Martin, ich bin jetzt hier komplett ausgepowert in der Bachelor Lounge. Mein Rosenstrauch sieht auch schon etwas verkümmert aus.
der wurde so richtig zerfeiert hier im Empire St. Martin. Es war eine Bombenstimmung und ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Und seid beim Grande Finale dabei? Ja. Wie ist denn das? Am 30.04. Brav, 30.04., das ist richtig. Für das gibt's jetzt nichts. Na, Aros. Aros! Habt ihr irgendwas noch zum Empire zum Sagen vielleicht? Ja, dass das nächste Impfeviertel zuvor geht. Man kann immer voll die Party machen, das ist voll geil. Ich stimme mehr dazu. Ja, nein, voll leibend alles da. Ja, super Musik, alle die Mehren sind wirklich fest da. Passt schon. Empire ist so geil! Empire St. Martin. The biggest world of your nightlife.